unterwegs mit dem Silvan Zurbriggen da hinten. Und dass er gut Skifahren kann, müssen wir niemandem mehr beweisen. Wir wollen jetzt aber wissen, ist er auch ein guter Skilehrer? Ciao Marco, wie geht's dir? Freut mich. Ciao. Bist du bereit? Hey, ja, easy. Alles gut? Sehr gut. Was ist denn? Verstehst du auch gut? Ja, ja, ja. Sehr gut. Wir machen doch eine ganz einfache Analyse. Ich würde dir gerne nachfahren. Ja. Das heisst, du tust hier mal schön zeigen, wie gut du bist. Dann mache ich nachher eine Analyse machen und dann können wir es nachher optimieren. Einverstanden? Perfekt. Schön tief bleiben, jawohl. Ja, cool. Ja, ein bisschen knallt, tipptopp. Ja, hey, super. Okay. Note 1 bis 6, was willst du geben? Hey, würde mir 6 geben. Wirklich? Nicht nur als Promopunkt, aber... Ich bin ein cooler Sieg. Geiler Typ, wirklich. Soll ich mal die Brille nehmen? Nein. Ja, klar. Hast du noch einen guten Skilehrer? Jetzt sowieso, ja. Hammer, hey, danke dir viel, viel mal, gell? Merci. Super, hey. Also gut, ihr kennt ihn nachher. Ja, wir kennen ihn. Wir wollten jetzt ein Zeichen erzählen, dass er eine Skilehrerprüfung macht. Ah, ja. Den Vornamen haben wir zuerst nicht kennen. Ah, und? Sind ihr draufgekommen? Ja, Silvan. Bravo! Hey! Wir sind immer noch mitten auf der Piste. Jetzt bist du gerade erkannt worden. Das geht natürlich nicht. Wir sind undercover. Niemand weiss, dass Silvan unser Silvan Zurbriggen ist, der Skirennen fährt, sondern er ist einfach ein aspiranter Skilehrer. Und das müssen wir jetzt wieder verkaufen, indem wir unser nächstes Opfer suchen. Da kommt eine. Ich heiße Sille, freut mich. Evelyn. Sehr gut. Freut mich auch. Cool. Ui. Ja, ich bin schon da. Gut. Wenn du auf die linke Seite gehst, du mit dem rechten Ohr schön mitgehen. Das hilft, dass der Ski schön kommt. Und auf der anderen Seite das Gegenteil. Mich anschauen. Hey, super. Mich anschauen, da bin ich. Ja. Sehr gut. Super. Der hat es super gemacht. Dankeschön. Verraten. Er ist eben nicht Skilehrer. Ist er nicht? Nein. Er ist vor ein paar Jahren hier zu Rennen noch gefahren. Ah, wirklich? Er ist einer der besten Skifahrer der Welt. Hey, nochmal! Du hast es gewusst! Wir machen eben Skilehrerprüfung. Er ist unser Aspirant. Und wir sollten einfach Videoanalyse haben für die Prüfung. Machen wir das Wochenende. Leider wird es viel los, aber es geht. Hättet ihr Zeit, um zwei Kurven zu machen? Er muss sie analysieren und nachher Ratschläge geben, was man noch verbessern könnte im Fahrstil. Ha? Also ich muss wirklich sagen, sensationell ist Ski gefahren. Das Einzige, was man hat, geht noch ein bisschen lockerer sein. Das heisst, ein bisschen dynamischer. Ich sage immer ein bisschen mehr den Boden an, weil dann ist man noch ein bisschen flinker. Aber sonst muss ich sagen, sensationell. Ich würde dem eine 5,5 geben, weil man 6 gibt man ja fast nicht. Aha, okay. Aber eine 5,5, weißt du, hast noch Steigerungspotenzial. Das ist super. So wie ich, oder? Das ist gut. Das ist Silvan. Schaust du etwas Skirennen an? Ich schaue, ja. Was bist du Fan? Abfahrt? Ja, ich schaue aus. Aus. Schau mal gut an. Was? Schon gesehen. Silvan. Zurbriggen. Hey, Luis! Das ist einfach ein ganz geiler Sieg. Hey, cool. Das ist gut. Hey. Danke. Super gemacht. Ja, sehr super. Gut. Danke vielmals, ja, Roland. Ja. Der Silvan Zurbriggen macht also auch eine wunderbare Falle als Skilehrer. Und jetzt gibt es gerade noch einen Tipp, wer da bei der Abfahrt wohl auf dem Podest landen wird. Und der kommt nicht von irgendjemandem, sondern direkt von den Nachwuchstalenten vom Skiclub Wengen. Also, die Schneeverhältnisse in Wengen sind sehr gut. So, also vor 2 Wochen waren sie nicht so gut, weil da war es sehr warm und da haben wir noch nicht viel Schnee gehabt. Aber dann ist es wieder kalt geworden und jetzt ist es eigentlich wieder gut. Ja. Und bist du schon hart? Ja, ich denke auch so. Also, wir hoffen, dass die Piste auch so kalt bleibt und dass es halt eben nicht mehr drin schneit und so. Also, ich habe das Gefühl, Beat Voigt hat den Vorteil, weil er die Piste sehr gut kennt und er weiß auch, wo die Schwierigkeiten sind und wo die Stärken sind für ihn in dieser Piste. Ja. Ich denke oder Beat Voigt, weil er kennt die Piste einfach mega gut und er ist auch ein super Abfahrtfahrer. Und also die ersten Top 3, die ich jetzt mal denke, sind sicher Beat Voigt, Dominique Paris und... Wer gibt es noch?
oder Matt oder jemand, der halt gut ist. Ich denke, Beat Feitz, vielleicht Marco Odermatt und Dominik Paris. Schon fast obligat, wenn am Lauberhorn gestartet wird für die Rennen, ist natürlich auch Patrouille Suisse. Und wir dürfen jetzt gerade einen Blick hinter die Kulissen werfen und kurz sehen, wie sie sich für ihre Show hier vorbereiten. Willkommen zum Briefing Lauberhorn Training. Sekretär. Sehr schön. Question of the Fire. Jetzt gibt's geht. Nach der Querlaglini. Querlag, stopp. Und die Raufachtung. Geschätzte Skifans, liebe Lauberhorn-Freunde, vor allem auch geschätzte Sportler. Wir haben das Training hoch gehabt. Jetzt das erste Mal das Training tief. Ist ein bisschen analog wie bei euch Skirennfahrern. Wir sind mittlerweile pronto für die Einsätze, die wir morgen und vor allem dann auch am Samstag und so wie es aussieht, bei strahlendem Wetter werden haben. Wir sind bereit. Es ist anspruchsvoll, es ist aber sicherlich auch anspruchsvoll für euch. Wir hoffen, dass wir mit unseren rot-weißen Farben und vor allem auch mit dem Schweizer Kreuz ohne unseren Flüger die letzten Emotionen können mitbringen, mit auf den Weg können bringen. Wir drücken euch ganz fest den Daumen. Wir sind stolz auf euch. Macht's gut. Hopp, Schweiz! Und wie es denn wirklich startet, das sehen wir in wenigen Minuten hier live in Wengen am Himmel. Zeit für mich, zum sagen, grazie, Fitsch. Und jetzt drücken wir die Daumen für unsere Schweizer Athleten.